Es ist so ein kleines Geheimnis. Geheimnis deswegen, ich zeige euch jetzt etwas, was die meisten nicht so richtig kennen. Das sind Lufenlenker. Wir haben hier diese Punkte. Und jetzt hole ich noch was anderes, und zwar ist das die Ostströmung. Nicht sehen, sollt ihr auch nicht so sehen, wir bereiten das nochmal auf, das sind Originalkarten. Hier oben sehen wir Schleswig-Holstein, hier runtergehend, hier sind die Alpen, Italien, hier Venedig, Mailand, die ganze Alpenkette entlang hier, die Vogesen, Schwarzwald, hier sieht man die ganzen Rhön bis Berlin hoch, hier ist noch die ehemalige Grenze drin, hier DDR und BRD. Also ihr seht, ihr habt es mit alten Karten zu tun. Aber was sind das für Karten? Das sind sogenannte Luf- und Lee-Karten. Die besagen Folgendes aus. Haben wir eine Wetterlage, die eine Gesamtströmung hat, die zum Beispiel in diesem Fall eine Nordströmung ist. Schaut mal, hier kommt jetzt die Nordströmung und trifft auf verschiedene geologische sowie auch auf terrestrische, also Hügel. Und da entsteht ein Stau. Also die Lee-Wirkung, die Luftwirkung und die starke Luftwirkung ist hier erklärt. Luft und Lee kennen wir aus der Segelfliegerei, sowie auch aus dem Segeln auf dem Wasser. Luft ist immer die windzugewandte Seite, Lee die windabgewandte Seite. Wir wissen, dass Lee-Wirbel ja für uns gar nicht so gut sind, weil Wirbel ist nicht laminar, ne? Haben wir eben auch mal so ein bisschen gehört. Das sollten wir immer auf die Luftseite achten, bevor wir auf diese Seite achten. Diese Karten werden speziell im unteren Level, dort wo wir als Modellflieger sind, von Tiefflugpiloten zur Flugvorbereitung genommen. Damit die nicht, wenn sie dabei 150 Meter, 200 Meter durch die Luft kacheln, durch Gebiete fliegen, die stark turbulent sind oder zu sehr in der Lee-Wirkung sind, da wird die Flugroute je nach der Strömungslage erarbeitet. Und diese Karten sind Asbach uralt, haben aber einen unheimlichen Erfolg gebracht bei einigen, die meinen Vater ein bisschen näher kennengelernt haben. Mein Vater ist zwar ein Überlandflieger, aber einige, die wirklich jetzt in der Weltspitze sind, nutzen auch diese Karten, die mein Vater in die ICAO-Karten auch übertragen hat, mit verschiedenen Transparenzen, um ihre Flugvorbereitungen für die Flüge hier in Deutschland, Österreich und Schweiz zu machen. Wir werden das für uns auch nochmal aufbereiten. Das dauert natürlich Monate oder Wochen, bis wir dieses dann soweit haben bei uns im Netz. Dann könnt ihr das einfach anticken. Dann seht ihr, aha, wir haben heute Südströmung oder Nordströmung in meinem Gebiet. Ist das fliegbar oder ist es optimaler? Oder muss ich irgendwie ein paar Kilometer weiter wegfahren, um noch besser zu fliegen? Dann fliegt man, besucht man mal seine Freunde 20 oder 30 Kilometer woanders. Schon hat man einen schönen besseren Flugtag. Fangen wir mal an. Also, wir haben hier eine Nordströmung. Strömung, die geht jetzt auf die Alpen drauf. Natürlich sind den Alpen vorgelagert, die scharfe Kante der Schwäbischen Alb. Die ist deutlich hier zu erkennen. Ja, die ist deutlich zu erkennen. Und hier, in diesem Bereich. Und wir haben ja hier drin eine Luftwirkung stark. Also in diesem Gebiet, wenn ihr bei der Nordströmung hier fliegt, habt ihr ein Granatenwetter und ihr könnt runter, runter, runter fliegen und ihr kriegt unten Thermik. Also das, was wir als Modellflieger brauchen, nämlich unten die Thermik, die ist in diesem Gebiet spitzenklasse ausgeprägt. Und dann ist sowieso gute Luftströmung. Also mit anderen Worten, wir haben hier so spitze Dreiecke fliegt, sagen wir mal, einmal rund ums Stuttgarter Dreieck hier, gestartet in Kirchheim, Teck, dann Freudenstadt rüber, ja, also da hinten den vorher noch im Tauern fotografiert, Freudenstadt, Waldenburg, Sender, Ahlen und wieder zurück. Ist das ein optimales Gebiet bei der Nordströmung? Da bleibt ihr keine Probleme mit. Natürlich muss die Voraussetzung sein, dass meteorologisch auch gute Thermik angesagt ist, aber dann ist die Strömung quasi hier optimal. Nehmen wir mal an, wir haben einen tollen Tag und wir haben eine Südströmung und wollen jetzt in diesem Gebiet fliegen. Seht ihr? Nichts los, aber auch gar nichts.
dann ist man nämlich da unter Umständen im Föhneinfluss und dann läuft da auch nichts in dem Gebiet, weil wir haben Gebiete, die eigentlich sehr stark dann hier in der Lehwirkung ausgeprägt sind oder auch quasi gar nicht so im Luft. Dann ist das ein bisschen weiter dahinter, hinter der Schwäbischen Alb, da hat man immer so Schläuche, in denen man fliegen kann. Und schaut mal, bei der Ostströmung sieht das ganz anders aus. Eben hier Alpen-Nordstau, jetzt haben wir Alpen-Südstau, wo es gut geht. Und jetzt machen wir den Ostwind. Da sehen wir doch ganz deutlich, wie hier nur die Täler auf einmal wirklich stark mit Luftwirkung gegeben sind. Ne? Seht ihr das? Aber ich spreche jetzt nicht nur von den Alpengebieten, sondern ich spreche jetzt auch mal hier von den Gebieten, von den Flachlandgebieten. Rhön kann man vielleicht auch mit reingehen, aber hier oben sind gar keine Berge. Ja, Berliner Kreis und so weiter und so fort. Wir haben hier gute Thermikbereiche, aber die sind quasi lokal. Seht ihr? Die sind sehr lokal verstreut. Und wenn wir eine Nordwestströmung haben, und da kann ich mich wirklich gut erinnern, haben wir im Raum Berlin knacke, gutes, tolles Wetter zum Segelfliegen, wenn auch die Thermik dann schön angesagt ist. Und das hängt hier mit den Luft- und Lehkarten zusammen. Schaut euch das für eure Region aus. Herr Kotschuk, wie gerade im Hintergrund hier filmt, wird in wochenlanger Arbeit dieses ganze System übertragen, für uns als Modellflieger in größerem Maßstab, mit eigenen selbstgemachten Karten. Und dann liegen diese Elemente drüber und dann klickt ihr einfach an, Nordströmung, Südströmung und so weiter und so fort für euer Gebiet. Das werden wir so ein bisschen aufteilen und dann haben wir eine Karte, mit der wir zum Beispiel dann auch schön sagen können, ja, heute bleibe ich lieber zu Hause und gehe mit meiner Lieben ein bisschen spazieren, weil wir wissen, in unserem Gebiet läuft heute nichts bei Südströmung. Und da bleibe ich nochmal schön zu Hause oder kann im Garten grillen und weiß, dass ich keinen schönen Flugtag habe, wenn ich draußen bin. Andererseits, wenn Nordströmung ist, so, sagen, Mensch, Liebchen, heute ist es schön, wir haben Nord-Nordwestströmung und finde mich in dem Gebiet, da kann ich gut fliegen, dann ist das auch ein bisschen ersichtlich, dass man da seine Zeit im Leben auch effektiver einsetzen kann. Und das hat für uns auch im RC-OLC die Vorteile, dass wir sagen, okay, dann fahre ich lieber mal jetzt 20 Kilometer weiter weg oder vielleicht 80 Kilometer. Und dann ist man schon in den Gebieten, wo es ein bisschen stärkeren Aufwind die größte anzunehmende Wahrscheinlichkeit gibt. Ne? Ihr wisst ja, größte anzunehmende Wahrscheinlichkeit. Denn man hat den lieben Meteorologen ja auch mal gesagt, so liebevoll, das sind Meteorirren. Ja, nicht Meteorologen, ja, Meteorologen, ja. Sondern es sind Meteorirren. Man kann sich da auch irren, weil wir haben ja nicht nur immer die Großwetterlagen durch Hoch und Tief, die gleichmäßig hier über diese Bereiche gehen, sondern es mixt sich ja, dass wir mal hier oben eine Nordströmung haben oder Nordostströmung, dann haben wir hier unten eine Nordströmung oder hier unten kommt eine Südströmung rein. Also wir müssen das immer ein bisschen sehen, wie unser Mikrokosmos auch dort ist und dann abschätzen können, wie wir die Karten verwenden.